Hallo Leute, das ist die Yvette. Hallo. Freundin und Arbeitskollegin von mir. Und wir machen heute die Telefon-Challenge. Ich habe die ja letztes Mal mit der Hanna gemacht. Ich verlinke euch auch nochmal das Video hier unten in der Infobox. Und das kam anscheinend sehr, sehr gut an. Und viele wollten es nochmal sehen, deswegen jetzt mit der Yvette. Genau, wir haben uns Wörter wieder aufgeschrieben. Wer fängt an? Du. Okay. Also das ist der Zettel für mich, den hat die Yvette aufgeschrieben. Ich habe noch nicht drauf geguckt. Und wir rufen in einem Hotel an und ich lese jetzt mal die Wörter vor. Benz AMG, Pilz, Felgen, Wurzel, Urin, Verlobung, Mama, Schuhe, Bier und Kobold. Okay, ich glaube, deine sind schwieriger. Ehrlich? Ja, ich glaube schon. Oh, scheiße. Okay, Hotel. Und alles genau so, wie es aufgeschrieben ist. Ja. Yeah. Ich weiß noch gar nicht, was ich machen soll. Ich hilf dir. Das ist. Hallo, ich habe eine Frage. Und zwar habe ich jetzt gerade meine Verlobung gehabt. Und ich wollte ein Hotel buchen bei Ihnen. Und zwar haben Sie in 2 Wochen am Wochenende noch was frei? Ich überlege gerade. Nee, machen wir mal eine Woche später. Weil da ist, glaube ich, unser Benz AMG noch in der Reparatur, wo die Felgen gemacht werden. Nee, eine Woche später, bitte. Am 13. Tag, genau. Also wir hätten noch Zimmer frei. Das Doppelzimmer kostet in diesem Zeitraum 99 Euro. Mhm. Ohne Frühstück oder 109 Euro mit Frühstück. Okay. Haben Sie beim Frühstück auch Bier oder Wein? Nein. Okay, dann habe ich noch ein paar Fragen und zwar, meine Mama wollte mich dann besuchen kommen. Ist das ein Problem, wenn die mittags irgendwie mal vorbeikommt? Nein, nein, das kann sie ruhig machen. Okay, also Hauptsache nicht übernachten dann quasi. Genau, genau. Okay. Und wenn Sie buchen möchten, dann bräuchten wir von Ihnen eine kurze E-Mail, einfach mit Ihrem Namen und dem Anreisedatum, Abreisedatum und wir senden Ihnen die Bestätigung zu. Okay. Also es ist auch kein Problem, wenn die dann Geschenke oder sowas mitbringt, weil wir hatten von der Verlobung eben so ein paar Sachen mit Kobold und so Glücksbringer und die wollte sie dann einfach vorbeibringen. Ja, das kann man ja ruhig machen. Okay, also das ist kein Problem. Genau. Dann habe ich noch eine Frage und zwar habe ich relativ teure Lederschuhe und es gibt ja oft in Hotels so eine Schuhpflegemaschine, also für die Schuhe. Haben Sie sowas auch oder haben Sie sowas in der Nähe? Ja, sowas haben wir im Hotel. Okay, das ist ja super. Okay. Und jetzt kommt noch eine bisschen blödere Frage. Das tut mir auch leid, dass ich das fragen musste. Und zwar hatte ich bei der Toilette eine Frage. Und zwar wegen dem Urin. Da gibt es ja oft einen Pilz und da wollte ich fragen, ob sie so eine... Das ist mir schon klar, dass du am Anfang an Spaß anrufst. Ob sie so eine Bürste mit Wurzel haben. Ja, das ist... Schon eine Wurzel. Das ist schon von Anfang klar, das ist schon lächerlich, ne? Mhm. Das war eigentlich schon. Okay. Ja. Hab ich alle dran? Du hast es. Ich hab alle drin, Alter. Warte. Benz AMG, Pilz, Felgen, Wurzel, Urin, Verlobung, Mama, Schuhe, Bier, Kobold. Ist nicht die Voraussetzung, dass es die abkauft? Ne, die Voraussetzung ist, dass du alle Wörter schaffst. Ja, yeah. Okay, gut, dann hast du es geschafft. Respekt. Ich schneide. Oh Mann. Ich mein Herz. Ich habe nicht einmal auf dich geguckt. Ich war die ganze Zeit gewesen. Und du hast die ganze Zeit. Ich dachte schon so. Ich hab versucht, Dinge. Wie heißt es? Zu unterdrücken ist gar nicht. Alter, Mann, Kobold, wie sollte ich denn bitte das unterdrücken? Meine Mutter möchte. Ihr Scheiß. Bei Verlobung habe ich sogar zweimal da gesagt. Ist Kobold. Alter. Haben Sie zum Frühstück auch Bier oder Wein? Hammer. Oh Mann. Und das Beste, als du gefragt hast, eine Schuhmaschine, ja, sowas haben wir. Ja, sowas kennst du das nicht? Nee. Hä, kennst du nicht? Nee. Das gibt einfach so Maschinen, da kannst du auf den Knopf drücken und deinen Fuß nur reinmachen. Also, Fuß mit Schuh, ne? Und ja. Dann wird das poliert. Ja, ich wusste, dass es sowas gibt, aber ich wusste nicht, dass das Hotels sowas haben. Das fällt auf den Hotels, ja. Ich kenn das nur von Hotels. Ich kenn das nicht von Hotels. Was soll ich wissen? Gib mir meine Wörter. Wo rufst du an? Irgendeinem Hotel. Hotel in? Ist egal wo. Ja, irgendwo. Okay. Ich will die Wörter sehen. Lies vor. Laut. Menstruationstasse. Lampenschirm. Mein Loch.
die Uni Group Arschkriecher Kost Rohrverstopfung Astronaut Furzerei Angelgruppe. Das ist assi schwer. Die hab nicht ich rausgesucht. Das ist voll schlimm. Ich hab nur Menstruationstasse hab ich rausgesucht, weil ich das so witzig fand. Und die anderen kamen alle von meinen Zuschauern auf Snapchat. Mein Loch. Dankeschön, Leute von Snapchat. Mein Loch. Ich weiß jetzt schon, ich schaff's nicht. Immer positiv denken. Wir machen, wenn du es nicht hinkriegst mit mein Loch, darfst du auch einfach nur Loch. Ist besser? Ich versuch's mit mein Loch. Hallo, Werner hier. Ich hätte eine Frage zu Ihrem Hotel. Und zwar würde ich gern buchen, würde mir da aber nochmal sicher gehen wollen, dass alles so übereinstimmt, wie mein Chef es gerne haben würde, für den ich die Zimmer buchen müsste. Wäre das in Ordnung? Hätten Sie da Zeit oder bin ich da falsch verbunden? Sie sind da falsch, Sie müssen da die Reservierung anrufen. Schon bei der Reservierung, auch wenn ich erst noch Fragen habe? Ja. Alles klar, können Sie mich da weiterleiten? Weil ich muss dann später noch mit der Angelgruppe weg, später habe ich nicht mehr, also ich kann nicht nochmal anrufen, es wäre nett, wenn Sie mich verbinden. Dankeschön. Please hold the line. Nicht mit der Uni-Crew. Das kannst du beim nächsten bringen. Bitte warten Sie. Na, was darf ich für Sie tun? Guten Tag, Werner nochmal. Ihre Kollegin hat gesagt, ich war bei ihr falsch verbunden, weil ich hätte erst Fragen, bevor ich reserviere. Wäre das in Ordnung? Dann könnten Sie... Also ich hätte Fragen zum Hotel. Ich muss nämlich für meinen Chef die Zimmer buchen. Und da, bevor ich buche, müsste ich noch schauen, dass alles übereinstimmt mit seinen Voraussetzungen. Weil der ist da ein bisschen penibel und das geht mir dann wieder auf mein Loch, wenn da irgendwas nicht richtig ist. Ja, wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Also, mein Chef bräuchte ein großes Zimmer, in dem er rauchen kann. Also okay. Ein Raucherzimmer. Also wir haben Raucherzimmer. Ich muss aber dazu sagen, dass es wirklich die kleinsten Zimmer sind, die wir haben. Ah, nee, dann... Also es gibt größere Zimmer, aber das ist die, die Deluxe-Kategorie, aber in denen darf definitiv nicht geraucht werden. Und die Komfortzimmer, in denen noch geraucht werden darf, die sind wirklich von der Zimmergröße ja nicht so groß. Okay, ja, dann würde ich, ja, nee, ich glaube, da reichen das die kleineren Zimmer. Der ist nämlich nicht so lang weg und da hat er aber schlechte Erfahrungen gemacht, hat er mir erzählt. Der war nämlich im Hotel und da gab es eine Rohrverstopfung. Er hat gesagt, wenn es nochmal passiert, dann dreht er nicht nur mir den Hals um, sondern auch der Uni-Group, in der wir sind. Und ja gut, da können Sie ja nichts dafür, wenn da gerade Verstopfung ist. Ja. Was haben Sie denn noch für Fragen? Und zwar wegen dem Frühstück haben sie da auch Kost, bei der auf Gluten verzichtet wird, weil der sagt immer, der kriegt total die Furzerei, wenn er glutenhaltige Lebensmittel zu sich nimmt. Also es gibt die Möglichkeit eines glutenfreien Frühstücks, muss halt vorher angemeldet werden, dass wir uns da entsprechend vorbereiten können. Okay, dann hätte ich noch eine Frage und zwar Lampenschirme. Ich weiß selbst nicht genau, was das ist, aber haben Sie einen Lampenschirm im Hotel oder im Zimmer? Weil er würde gern eins im Zimmer haben. Naja, ein Lampenschirm ist ja das, was über einer Lampe drüber ist. Ach so. Ach so, ja. Da wollte ja, wir haben Lampenschirme. Ah, gut. Tut mir leid, ich wusste nicht, was das ist. Und dann noch eine ganz, ganz wichtige, aber unangenehme Frage für mich. Tut mir leid, ich muss für meinen Chef machen. Der kommt nämlich, ja, nicht mit seiner Frau, sondern mit seiner Sekretärin und da bräuchten die Menstruationstassen. Haben Sie da welche auf dem Zimmer oder müsste ich die dann woanders besorgen für ihn? Bitte was? Brauchen Sie? Eine Menstruationstasse für die Sekretärin, also nicht für den Chef. Also ich weiß nicht, was das ist und sowas haben wir nicht. Okay, gut, dann muss ich leider im Internet schauen, aber danke trotzdem. Die letzten Fragen wären dann nur noch, ob bei Ihnen schon mal ein Astronaut im Hotel war. Das kann ich leider nicht nachvollziehen, das weiß ich
Okay, gut. Also, aber Sie vermuten nein, oder? Kann ich Ihnen nicht sagen. Das Hotel besteht schon relativ lang bei uns. Kann ich Ihnen nicht sagen. Gut, dann werde ich zu meinem Chef einfach nein sagen, weil er hält Astronauten für total die Arschkriecher und dann gibt's wieder Stress, der ist da ein bisschen eigen. Aber dann... Darf ich Sie mal was fragen? Ja, natürlich. Nee, das ist alles für meinen Chef. Also es hat schon seine Richtigkeit. Deswegen werde ich auch später nochmal anrufen. Ich muss ihm das nämlich jetzt so mitteilen. Und dann sagt er mir, ob er mir sein Okay gibt oder nicht. Und würde dann auch rufen. Danke sehr. Alles klar. Danke, dann, sehr nett. Alles klar, wiederhören. Danke, wiederhören. Du hast es geschafft, Alter. Du warst mega gut einfach. Für deinen Chef, ja sorry, der hat halt diese Fragen. Lampenschirm. Wusstest du nicht, dass du... Nein, ich wusste nicht, was das ist. Und ich denke, das ist so ein... Keine Ahnung, was das ist. Irgendein Gerüst für Schirme. Kennst du das, wenn so eine Glühbirne runterhängt und da ist so ein Schirm drüber? Ja, das ist Lampen. Ja, das hat sie mir dann erzählt. Aber egal, ich habe ja gesagt. Tut mir leid, dass ich das nicht weiß. Das ist für mein Schiff. Ich hab's geschafft. Alter. Und ich hab sie geschafft. Also okay, sie das hat mir bestimmt nicht geglaubt, dass es... Ja, das ist meiner auch nicht. Ja, aber ich hab mich voll schweren. Das waren voll die schweren Wörter. Und sie hat mir sogar auf alles eine Antwort gegeben. Alter. Krass. Ich hab's geschafft. Menstruationstasse, wussten sie nicht, was ist. Gehen sie mal zum DM. Jetzt neu im Sortiment. Ich hab's weg. Ich dachte, wenn die wusste, was das ist, ich glaube, dann würde sie direkt auflegen. Aber die Menstruation versteht man ja auch. Ah, diese ja, Folge war verschult. Die hat nämlich gefragt, darf ich sie mal was fragen? Wollen sie mich auf den Arm nehmen? Stimmt. Deiner hat gesagt, das ist doch wieder ein Spaßanruf. Ja, die war also meine sehr, war sehr freundlich. Ja. Ich war so gut, ich hab's geschafft. Aber glaubst du, ich musste nicht einmal so richtig, also bei dir musste ich voll lachen, okay? Ja. Weil, aber man ist dann voll aufgeregt, dann muss man nicht lachen. Und dann muss man gar nicht lachen, nein. Ja. Wenn man so konzentriert ist, wie bei euch jetzt und bei... An einem Moment, wo ich so den Kopf geschüttelt, dachte ich mir, okay, bitte schaffst du es nicht. Das war's mit dem Video und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen unterhalten. Wir haben jetzt nur einen Durchlauf gemacht, weil ich denke, dass es uns einfach zu lang geht. Aber wenn ihr mit der Event nochmal ein Video sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare und dann machen wir vielleicht auch nochmal ein Video. Ja. Sehr gern. Sehr gern. Das freut mich. Auf jeden Fall habe ich hier unten nochmal meine letzte Telefon-Challenge verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Sonntag beim nächsten Video. Tschüss! Tschüss!